wir haben schon wieder einen Punkt. Den hab ich doch vergeben gehabt. Ach, durch die... alles klar. Ja, mehr Power auf Feuer. Ja. Ja. Was ist jetzt hier am Bach? Oh, altes Heiligtum des Zeus. Ich muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Mhm. Wir wollen aber den Punkt uns holen. Ja! 180 Meter. Komm schon. Mantamaros Gipfel. Na los. Mann. Dann ist man endlich auf Lesbos und findet diese blöde Quest nicht, ne? Ah, sieht schon geil aus. So. Schauen wir mal. Bin ich jetzt hier? Hier ist ein Quest. Versteinerte Insel. Die Medizinfrau Gambra. Guck mal, wie das springt hier heute irgendwie. Unentdeckter Ort. Okay, wir gehen mal dahin. Müssen wir nach da. Hallo. Ja, Feuer ist ja nett. Marsch. Das ist jetzt momentan wirklich alles nur Erkundung, weil ich nicht weiß, wo wir hin müssen. Aber mein Gott, gehört nochmal dazu. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Meter, 90 Meter, 85 Meter, whatever jetzt hier kommt. Weingut. Will ich nicht. Will ich momentan alles nicht. Schätze und so weiter. Mich interessiert nur, wo ist die Olle und wie viel Power brauchen wir. Sieh dir diese Weingüter an. Aus diesen Trauben könnte selbst Markus keinen schlechten Wein machen. Tempel der Kybele. Ich sollte möglichst ungesehen bleiben. Ella! Na schön. Oh, sorry. Lebst du immer noch? Yeah.
Na, okay, das haben wir auch. Die Bestien. Die Zähne. So viele Zähne. Du hast mich gerettet. Und mein Werk. Ein Heilmittel für die Statuen im steinernen Tal. Und wieso muss man Steine heilen? Bestimmt hast du ihre ängstlichen Gesichter bemerkt. Das sind keine Steine, sondern verwandelte Menschen. Du meinst, sie sind krank? Ich weiß nicht, warum es passiert. Ich bin nur eine Gelehrte, die eine Heilung sucht. Ein Elixier, das sie nicht nur heilt, sondern diesen schrecklichen Vorgang ein für alle Mal verhindert. Irgendwas verwandelt Menschen in Stein. Und du kannst sie wieder zurückverwandeln? Beeindruckend. Ja. Nun, also nicht ganz. Noch nicht. Doch durch mehr Versuche wird es perfektioniert. Aber ich habe nur noch eine Dosis des Elixiers übrig. Um mehr davon herzustellen, bräuchte ich einige Zutaten. Nur bin ich leider nicht in der Verfassung, sie zu sammeln. Was brauchst du? Ein paar Dinge, die du überall in der Weinschlucht findest. Wenn du sie mir besorgen könntest, würde ich dich mit einer Dosis meines Elixiers belohnen. Ich hol dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Nun hör dir die Liste der Zutaten an. Ich brauche einige Bärenkotpilze, Galle von Kegelschnecken und ein Bund Nieswurz. Wie sind diese Statuen entstanden? Ich weiß es nicht genau. Ein Fluch der Götter? Die Schlangenhaarige? Wenn du es dir selbst ansehen willst, solltest du nicht ohne mein Elixier dorthin. Mhm. Ich werde dir deine Zutaten holen. Komm in meine Werkstatt, auf dem Hügel östlich von Mytilene, wenn du alles hast. Alles klar. In einer Höhle, auf einem Berg und vor der Küste. Konnten es nicht drei noch unterschiedlichere Orte sein? Recht, er hat. Na komm. Also ohne das Elixier sollten wir nicht dahin gehen. So viel steht schon mal fest. Es ist Medusa. Aber gut zu wissen, dass wir jetzt auf der richtigen Spur sind. Also holen wir hier erstmal die Sachen. So viel steht fest. Holen wir hier erstmal schnell die Sachen. Hier bin ich richtig. Die Höhle mit den Pilzen kann nicht weit sein. Na. Haha. Hat nicht getroffen, ich werde wahnsinnig. Okay, einer weniger. Meine Güte. Okay, das haben wir. Schatz plündern, wo? Okay. Ah, da. So, eine weitere Höhle. Nichts mehr raus hier.
Was? Auf Rot. Okay, alles in die Richtung. Immer schön, ja. Geradeaus durch, wollte ich gerade sagen. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Ja, deswegen mache ich erstmal einen Bogen drum, denn ich will jetzt kein weiteres Lager auseinandernehmen. Ich will jetzt zur Medusa. Ella! Ella, Ella! Ella, Ella! Really? Mein Gott. Unglaublich, aber wahr. So, komm schon. Boah, ist mich wie in der Höhle oder was? Ernsthaft? Mein Gott. Na komm. Ella. Gib Gas. Bisschen Bäumchen pflücken nebenbei noch. Ja, ja, komm. Das Schiffswrack. Hier sollte ich doch Kegel stecken. Oh, komm, jetzt verreckt doch hier, komm. Scheiß Viecher hier. Okay. Nichts weg jetzt hier. Komm schon. Alles klar. Jetzt da hoch. Ha, Ella. Wenn das derselbe Berg ist, wo ich gerade war, dann fress ich einen Besen. Das ist derselbe Berg. Ah, Himmel, hilf. Na los, komm. Los. Komm, hoch, mach du, beweg dich. Junge, beweg dich, aber beweg dich. Das ist der Berg. Hier irgendwo muss Nieswurz wachsen. Mhm. Oh!
So. Einmal das. Okay. 600 Meter in die Richtung. Kann man nicht springen dahin? Ich glaube ja, ne? Da können wir doch mit Sicherheit hinspringen. Springen wir mal schnell hin. Wo müssen wir hin? Da hinten. Fast in die Kohlen gesprungen, auch noch, ey. Mann, Mann, Mann. Na komm. Bin ja mal gespannt. Wie es mit Medusa wird. Die verrückte Frau hat über den versteinerten Wald geschrieben. Entschuldigung. Du bist zurück. Hast du alle Zutaten? Na klar. Sehr gut. Jetzt kann ich einen neuen Sprung von dem Elixier herstellen. Doch zuerst muss ich sicher gehen, dass es für Menschen ungefährlich ist. In dem Gefäß auf dem Tisch ist meine letzte Dosis. Ich habe sie extra für dich aufgehoben. Ich trinke ganz sicher nichts, was Bärenkotpilze enthält. Sei nicht dumm. Trink es und du wirst immun gegen Versteinerung. Ich bin mir nicht sicher. Was? Aber du glaubst doch, dass mein Elixier wirkt, oder? Wenn es so wirkt, wie du behauptest, wäre es dumm, es nicht zu trinken. Ja, trink es alles aus. Bei den Versuchen mit lebenden Testobjekten ist mir etwas aufgefallen. Wir werden alle zu Stein, wenn wir tot sind. Hades erwartet dich. Wow. Verdammt. Wo ist er denn? Da. Na. Das ist der Dank dafür. Mann, Mann, Mann. Nochmal Drachmen. Meine Güte. War ja alles andere als nett. Okay, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Da die uns ja so... Die Rache des Wolfs... Totes Bären... Medizinfrau Gambra. Vielleicht ist die ja für was Nutze, ich weiß es nicht.
Wir gucken mal, was die von uns will. Sind wir wieder hier oben. Da will ich hin. Also gehen wir nach dahin. Jetzt hängen wir hier wieder fest mit der Zehenspitze. Irgendeine Quest muss uns doch zu der Medusa führen. Aber es ist eigentlich ganz interessant, ne? Wie ich einfach so mal das Elixier saufe von der Wildfremden. Ich meine, hätte ja auch Gift sein können, was uns umbringt sofort oder so. Und ich habe Vertrauen. Mein Gott. Was ist los? Meine Arbeiter sind krank. Wenn das so weitergeht, kann ich meine Familie nicht ernähren, geschweige denn ihre. Die gute Nachricht ist, dies ist nicht das Werk der Götter, sondern nur eine Krankheit. Und zwar eine Halskrankheit. Ich könnte deine Arbeiter behandeln, wenn ich meine Utensilien dabei hätte. Söldner, könntest du sie mir beschaffen? Sofern du nicht bezahlst. Die Gesundheit deiner Arbeiter hängt davon ab. Ich hatte gehofft, das Wohlergehen dieser Menschen wäre Dank genug. Ja, natürlich belohne ich dich. Wirst du es tun? Ich bringe dir, was du brauchst. Ausgezeichnet. Mein Werkzeug ist in der uralten Perle. Die Medizin in der Liebesbucht. Ich komme mit deinen Sachen zurück. Je eher du kommst, desto schneller kann ich den Arbeitern helfen. Okay. Ist er nur auseinander? Ist er nur irgendwo in der Schieß mich tot? Gegen, da will ich doch alles nicht hin. Ich will die olle Medusa jetzt. Jetzt reicht's mal hin, ja? Hier oben ist ein Quest. Ah. Das ist es doch. Da, das ist doch genau das, was ich meinte. Da will ich hin. Da gehen wir jetzt auch hin. Scheiß auf das andere Quest. Ich besorge die Werkzeuge und die Medizin. So, und warum wiederholst du dich jetzt, wenn keiner dabei ist? Du bist ein Held. Und ich will jetzt wissen, was da los ist. Ich stelle keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja, ich stelle auch keine Fragen. Bleib stehen. Versteinerter Tempel. Ella. Oh, 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 oh. Komm schon. Okay. Shit. Frage ist, wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Naja, sieht nicht gut aus hier. Was ist mit diesen Bäumen passiert? Ich sollte nicht hier sein. Ja,
Das sieht alles hier nicht gut aus, ganz ehrlich. Gefällt mir gerade nicht. Irgendwo muss doch da ein Eingang sein. Dann gehen wir erstmal da gucken. Uferhöhle. Na komm, nicht jetzt, nicht jetzt. Nicht jetzt. Nee, wir lassen das jetzt mit der Höhle. Das lenkt uns nur zu sehr ab. Meter. Whatever auch hier ist. Sturmfreie Bucht, okay. Dann gehen wir wieder hoch. Ja! Machen wir anders. Machen das mal folgendermaßen. Was ist denn das da eigentlich? Steinerne Tal. Wir gehen mal dahin. Irgendwo muss es ja einen Eingang geben. Oder irgendwas. Aber wo? Mal ganz kurz gucken. Irgendwie muss man ja da hinkommen. Frage ist nur wie. Ist hier irgendwo ein Eingang oder sowas? Ich suche mich jetzt schon bestimmt schon wieder doof und dämlich und dabei ist der Eingang irgendwo ganz simpel wahrscheinlich. Mhm. Wie komme ich da ran? Drachmen, okay, das ist ja alles schön und gut. Aber wie komme ich da ran? Ja,
Irgendwie muss man noch hier rankommen. So weit war ich hier auch schon. Alles versteinert und verwuchert hier. Ja, das ist die Dings hier, aber jetzt kommst du gerade nicht rein. Very komisch. Wir gucken mal da, was das noch ist. Vielleicht liegt ja da der Schlüssel begraben. Gucken, was das ist. Ruinen des Schreckens. Zumindest ist hier schon mal Licht. Rostige Lapis. Das war ja easy. Aber wie kommen wir da rein? Frage ich mich gerade. Wie kommen wir da rein? Da ist Sturmfallbucht. Hier sind drei Quests. Romantik. Warte auf Galanos, der Fischersohn. So, Kacke. Hm.